Dachsen, schnell behende. Ein halbe, ein kleines Bier. Da legst du nieder. Ich bin erstaunt. Hey, Zoowärter! Ah, der Herr Polizeirat, ich lerne gerade Hochdeutsch, wissen Sie? Ich bringe Ihnen einen Löwen. Bitte? Einen Löwen bringe ich Ihnen. Im Tragkörper. Oder in der Schnupftabaksdose. Ja. So, was war jetzt das? Der Löwe. Ja, das ist nur der Pfeilgrat wie ein Löwe. Los, kommen Sie, wir müssen ihn hinter Gitter schaffen. Er ist in einer Kiste. Herrschaftszeichen, und jetzt ist ausgerechnet der Doc nicht da. Kann er nicht raus? Nein, kommen Sie schon. Ich setz mich da vorne auf, gell? Da sieht ihr einen Weg besser. Das geschah am Dienstagnachmittag in der kleinen Stadt irgendwo. Zur gleichen Zeit flog K. der Kakadu über das Meer und hielt nach seinen Freunden Ausschau. Aber da er niemand entdecken konnte, kehrte er wieder auf das Festland zurück, wo versteckt in einer kleinen Bucht sich das Krokodil von Mr. Knister langweilte. Im Kaufhaus von irgendwo wartete der als Toto Katapi verkleidete Mr. Knister auf jemanden, der ihm das Kaufhaus abkaufen würde. Und weil er so lang warten musste, war er ärgerlich und schimpfte das Fräulein Verkäuferin aus. Aber die konnte ja wirklich nichts dafür. Mr. Knister war eben ein sehr unangenehmer Kerl. Der echte Toto Katapi, der der wirkliche Besitzer des Kaufhauses war, ruderte mit Nene Kiki übers Meer nach irgendwo. Nach ihm suchten erfolglos seine Freunde Doc, Kim, Pips und Wu. Vergeblich fragten sie die Bewohner der Leuchtturminsel, aber niemand hatte ihn gesehen. Schluck auf nicht, schipp nicht, guck aus und zieh nicht. So drehte das Motorboot um und nahm Kurs auf irgendwo. Vielleicht war er dort inzwischen gelandet, so hofften sie, und waren trotzdem voller Sorge. Äußerst vergnügt dagegen waren die Besucher des Rundum-Rummelfestes. Sie durften kostenlos mit dem fliegenden Teppich des Sultans von Sultanien in der Luft schweben. Endstation, alles aussteigen. Ha 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 ha
möchte wissen, was es hier zu lachen gibt. Senke einen Blick auf dieses Teufelsrad, o Sultan, und auch dein Herz wird vor Munterkeit hüpfen wie das Eichhörnchen von Ast zu Ast. Hundertmal demjenigen, der es fertig bringt, auf dem Teufelsrad zu bleiben. 100 Mark, wer wartet, 100 Mark zu gewinnen. 100 Mark. Bei mir nicht. Nein, ich bin nicht so. Ihr getrunken. Bravo, 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 bravo! Und hier sind 100 Mark Kindergeld. 100 Mark Kindergeld für das Kamel mit dem Löwenmut. Löwe? Ja, wo ist denn eigentlich der Löwe? Eis, Kamel, weißt du, wo der Löwe ist? Oh, was ist denn? Oh, ich sehe alles verschwommen. Ich möchte nur wissen, wo dieser Löwe ist. So, fertig. Der Strick ist anbunden. Und jetzt ziehen wir den Riegel raus. Auf geht's. Nichts rührt sich. Er wird doch nicht... Passiert, wenn ihm was ist. Dann können sie was erleben vom Doc. Was soll ihm denn passiert sein? Löwen fangt man nicht in Kisten. Heimatklänge. Der Löwe ist wieder da. Schön. Aber wenn ein Krokodil käme, dann wäre mir das lieber. Ich bin ein armes Krokodil und ich wünsch mir gar nicht viel. Ich wünsch mir nur ein Krokodilfräulein. Schön soll es sein und grün soll es sein, das wäre fein. Schau da vorne, ein Krokodil. Ich mag Krokodile sehr gern. Ob es das ist, was K. auf der Leuchtturminsel gesehen hat? Ganz bestimmt, denn das seltsame Luftgefährt ist auch da. Möchte wissen, warum Mr. Knister auf einem Floß daher geschwommen kommt. Und ein Negerfräulein hat er auch bei sich. Merkwürdig. Sollen wir hier landen? Natürlich, warum nicht? Jetzt wird er mich gleich wieder treten, dieser unangenehme Kerl. Vielleicht erzähl es uns etwas über diesen... Wie heißt er? Mr. Knister? Hast du das Kaufhaus schon verkauft, Mr. Knister? Warum sagt es Mr. Knister zu mir? Es hält dich dafür. Deine Verkleidung ist wirklich fabelhaft. Verkleidung? Dieser Mr. Knister hat sich in dich verkleidet. Drum hält es dich für ihn. Ja, das Kaufhaus ist verkauft. Was sagst du dazu? Dann hat es sich ja gelohnt, das Flugzeug in die Luft zu sprengen. Aber jetzt gibst du mich endlich frei. Ja. Das hat noch Zeit. Ich muss noch mal in die Stadt. Bleib du hier. Vielleicht erzählt es dir noch mehr. Wenn dieser Knister kommt, dann versteckst du dich in dieser Höhle dort. Ich laufe schnell zur Polizei. Das verstehe ich nicht.
Kein einziges Mal hat er mich getreten. Bitte eine Verbindung mit Doc. Augenblick, bitte. Hier, mein Doc. Hallo, Doc. Ich heiße K. Bitte? Ich heiße K. Ach so, du bist dieser komische Vogel. Ich bin gar nicht komisch. Ist ja egal. Richte dem Doc aus, ich habe den Löwen gefangen und in den Zoo gebracht. Wen? Den Löwen. So, genug gebrüllt, Löwe. Ich sollte mich schämen, mich so leicht fangen zu lassen. Und wer ist schuld? Wer? Diese Anita. Das neueste, noch nie dagewesene. Vor ihren Augen verschwinden lebende Personen. Oh, dieser Löwe. Vielleicht hockt er im Bierzelt. Na kommen Sie, kommen Sie. Ach, Ihr Kind will doch bestimmt einen kleinen Teddybär haben. Doch kauf doch diesen Teddybären. Weißwürstchen, Bolzen oben aus. Es brüllt mich an, als ich Schadenersatz verlang. Und dann? Ja, und dann? Simsalabim, verstehst du? Steigt doch der dumme Kerl in die Kiste vom Balimsa und will sich verzaubern lassen. Wir, Kiste zu, Riegel vor und der Polizist, der braucht bloß noch aufzuladen und ihn in den Zoo zu bringen. Unser Löwe, so ein Dummkopf wie ein Kind. Wenn nur wenigstens Toto Katapi hier wäre. Das Krokodil glaubt, ich würde es freilassen und ihm eine Krokodilfrau kaufen. Selber werde ich es verkaufen. An den Zoo. Ich will mich doch mal erkundigen, was man mir dafür bietet. So, jetzt weißt du alles. Zum Löwenbrüllen nochmal. Aber warum ich hier eingesperrt bin, das weiß ich nicht. Tja, das weiß ich auch nicht. Wenn nur Doc hier wäre. Oder Toto Katapi. Toto Katapi ist hier. Was? Die liebe, gute Frau Nachbarin hat es mir erzählt. Ich habe es zuerst nicht geglaubt, aber jetzt muss ich dran glauben, denn da kommt er ja. Der? Das ist nicht Toto Katapi. Verdammt, wie kommt der Löwe hierher? Der sieht nur so aus. Und dieser Vogel verfolgt mich geradezu. Ich weiß, wer dahinter steckt. Es ist dieser Mr. Knister. Na, was jetzt? Türe oder Telefon? Polizeirevier irgendwo. Polizist Poch. Hier ist Doc. Hallo, Herr Doc. Hallo, lieber Poch. Was sagen Sie zu meinem Löwen? Gratuliere, mein Lieber, aber jetzt etwas anderes. Ja, bitte? Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, wer der Verbrecher ist, der in unserer kleinen Stadt die zahlreichen Einbrüche verübt hat und gerade im Begriff ist, das Kaufhaus zu stehlen. Was? Bitte, wo kann ich ihn verhaften? Er ist in unserer Stadt und sieht aus wie Toto Katapi, der echte Erbe des Kaufhauses. Wie war der Name, bitte? Toto Katapi. Aber das ist der falsche. Ja. Diese Verhaftung wird die Krönung meiner Laufbahn sein. Herzlichen Dank, Herr Doc. Übrigens, sind Sie erkältet? Wieso? Sie sprechen so durch die Nase. Ja, gewiss, erkältet. Ende. Ende. Recht schönen Dank, Herr Doc. Auf Wiedersauen. Auf Wiedersehen. So, jetzt aber an die Arbeit. Sie wünschen? Ich heiße Toto Katapi. Was? Ich heiße Toto Katapi. Sie sind verhaftet. Im Namen des Gesetzes. Hahaha.
das wirklich nicht komisch? Da hat man nun einen fliegenden Teppich und geht zu Fuß. Andere Länder, andere Sitten, o Sultan. Weder in Sultanien noch auf dem Jahrmarkt fällt ein fliegender Teppich auf, aber hier... Bist du sicher? Ganz sicher. Musst du denn immer recht haben? Ja. Dann lass mich wenigstens auf dir reiten. Sultan, man reitet nicht auf seinem Ratgeber. War das nun ein Rat? Eine Feststellung. Glaubst du, dass der Löwe wieder frei ist? Nein. Wieso denn nicht? Das spricht sie doch gleich rum, wenn einen Löwen fängt. Also erfährt das der Doc und Pieps und Kim und Toto Caterpie. Na, die holen ihn doch gleich raus aus dem Käfig. Ein innerliches Gefühl sagt mir, dass dem nicht so ist. So. Und was sagt es noch? Dass uns allen Unheil droht. Das kommt vom Biertrinken. Du hast zu viel Bier getrunken und drum siehst du jetzt alles im schwarzen Licht. Es ist nicht das Bier, es ist das Gefühl. Haben alle Tiere solche Gefühle? Ja, hauptsächlich aber Kamele und Krokodile. Ich habe es satt. Ich habe es satt, dieses Verbrecherleben. Lauf doch weg! Wohin denn? In den Zoo. Was tue ich im Zoo? Da gibt es ein Krokodil, Fräulein. Wo? Im Zoo. Nein. Ja. Im Zoo? Ja. Oh, wenn ich nicht angebunden wäre, würde ich schnurstracks in den Zoo laufen. Weißt du was? Ich bind dich los. Ach, aber dann erzählst du dem Mr. Knister, wo ich bin, und er holt mich wieder und tritt mich. Das war doch gar nicht Mr. Knister, das war Toto Caterpie. Oh, ich Dummkopf, das hätte ich eigentlich fühlen müssen. So, du bist frei. Jetzt lauf! Ich bin wirklich, wirklich frei und im Zoo. Zoo ist ein Krokodil, Fräulein. Ein grünes. Ein grünes. Lauf, Krotti, lauf! Lauf, Krotti, lauf! So, aus. Keinen Schritt gehe ich mehr weiter. Wir sind gleich da. Das sagst du schon die ganze Zeit. Ich wandere gern. Ja, du. Du hast auch 4 Beine, aber ich habe nur 3. 2. Stimmt, nur 2. Verzeihung, wo geht es hier zum Zoo? Oh. Kann mir jemand sagen, wo es hier zum Zoo geht? So, aber jetzt ist Schluss, mein Freund. Das Krokodil. Das Promil, willst du sagen, was? Schätze 3%. Ich bin der Sultan von Sultanien. Und ich der Kaiser von Afghanistan. Sehr erfreut, Herr Kollege. Sie sind verhaftet. Im Namen des Gesetzes. Was fällt Ihnen denn ein, am helllichten Tag im Nachthemd umherzusausen? Ich bin der Sultan von Sultanien. Jetzt kommen Sie mal mit, Sie Weinbeere. Wohin denn? Ins Gefängnis. Oh. Das klappt ja prima. Der Löwe sitzt im Zoo, Toto Caterpie ist im Gefängnis und der Sultan auch. Fehlt nur noch das Kamel. Hilfe! Hilfe! Was ist denn? Hilfe! Ich kann nicht schwimmen. Ich komme. Bitte schnell. Schneller. Ich zieh dich raus. Wo fliegst du denn hin?
Ich weiß nicht, es fliegt. Ich kann es nicht aufhalten. Hilfe! 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 Was ist denn das für ein Geschrei? Ich kann doch nicht schwimmen. Dann mach sofort, dass du rauskommst. Sofort auf der Stelle. Jawohl. Aber das ist doch das Kamel. Das Kamel, das wir auch schon einmal im Zoo hatten. Na, da wird der Doc schauen, wenn ich auch noch das Kamel bringe. Aber wohin damit? Im Löwenhaus ist der Löwe. Das Einfachste ist, ich verhafte es und stecke es in das Gefängnis. Im Namen des Gesetzes, du bist verhaftet. Hilfe! Hilfe!